sitzende Katazuka-Arte kann man natürlich auch im Stehen machen. Sie ist dann relativ schlicht. Wir greifen, sichern hier mit dem Daumen und stoßen in den Solarplexus. Ziehen blank, drehen das Schwert, drehen nur den hinteren Fuß 90 Grad, stechen zurück, die Zeiger gegenläufig, drehen die Zeiger wieder senkrecht, schneiden, kleines Chigori.